Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Magie der 21. Ja, die 21, dieses Jahr, diese Jahreszahl und im Tarot eben die Welt. Und mit dem 21.06. begegnet uns nicht nur die Sommersonnenwende, da gibt es dann ein separates Video dazu. Nein, hier begegnen uns die Liebenden. Mein Name ist Sirut Sabine Haller und ich freue mich jetzt hier mit dir ein bisschen tiefer in diese Energie einzutauchen. Ja, die Welt, da brauche ich ja jetzt schon fast gar nichts mehr zu sagen. Es geht um einen Abschluss eines alten Zyklus. Es geht darum, ja, deine Macht, deine Kraft wieder voll und ganz zu dir zu nehmen. Alte Themen, alte Dinge abzuschließen, um ganz neu in deinem Leben durchzustarten. So auch hier in diesem sechsten Monat. Und was mir hier gerade auffällt, diese fast nackte Dame hier auf der Welt hat da zwei Stäbe in ihrer Hand, sozusagen zwei Möglichkeiten. Und ich habe dir neben der herkömmlichen Karte der Liebenden auch mal die Ursprungsversion oder die Version aus einem anderen Deck herausgesucht. Und da sieht man nämlich diese Bedeutung am Scheideweg nochmal kraftvoller. Also bei den Liebenden, es geht darum, zum einen männlich-weibliche Energie in sich zu vereinen, auszugleichen, vielleicht sich für eine der beiden Energien zu entscheiden. Es geht ja um Entscheidung, ne? Ob dieser Weg gemeinsam beschritten werden kann oder ob jeder für sich geht, ob die Energien in dir vereint werden, um dann gemeinsam vorwärts zu gehen. Und hier bei den Liebenden, auf dieser alten Form oder auf diesem älteren Bild, auf diesem ursprünglicheren Bild auch, siehst du hier diesen jungen Burschen mit zwei Damen. So, und hier wird ganz praktisch nach dem alten männlichen Prinzip auch dargestellt, möchtest du dich von dieser jungen Nymphe verführen lassen, dich vom Leben, von den Gelüsten und Lüsten des Lebens verführen lassen, oder folgst du einem sittlichen Weg, einem von Gott geführten Weg? Das ist so in etwa die Aussage dieser Karte und sie zeigt eben auch durch die Kleidung angedeutet, diese innere Zerrissenheit, diesen inneren Zwiespalt, in welche Richtung entscheide ich mich jetzt, was ich gerade spannend finde. Der Bursche hier hat seine Arme vor dem Herzen verkreuzt, also zum einen mag er hier sein Herzchakra schützen, zum anderen mag er sich vielleicht auch noch nicht bereit fühlen für eine Entscheidung. Und Amors Pfeil trifft dich hier. So, und führt dich Amors Pfeil auf irdischen Wegen weiter, auf menschlichen, auf materiellen, oder führt er dich in ein höheres Bewusstsein? Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Und ich habe noch eine weitere Karte zu den Liebenden herausgesucht, und zwar aus dem Kartendeck Sententia, Feuer, Herz und Flügelschwert. Und da gibt es ja nur Sprüche auf diesen Karten. Und diesen hier fand ich halt ja sehr, sehr passend. Und auch hier siehst du dieses Weiß mit dem Dunkel ineinander verwoben auf diesem Herz. Stell dir selbst und nur dir selbst eine einzige Frage. Hat dieser Weg ein Herz? Und das ist genau die Frage passend hier zu dieser
ja, etwas anderen Version der Liebenden und eine Frage eben auch, die du dir immer wieder selbst stellen darfst. Und vielleicht stehst du in deinem Leben gerade hier so an einem Scheideweg und weißt jetzt nicht, ja, gebe ich mich jetzt diesen Verlockungen des irdischen Lebens hin oder spüre ich in mein Herz hinein, was mein Herz für einen Weg vorschlägt. Auch wieder Abschluss einer, ja, eines alten Denkens vielleicht hin zu einem neuen Denken. Ich finde die Karten immer sehr, sehr spannend und aussagekräftig. Und ich möchte jetzt gern mal schauen, wie sich diese Energie in deinem Leben zum Ausdruck bringen möchte, was da ja vielleicht gerade ansteht. Vielleicht stehst du gerade selbst an einem Scheideweg und weißt noch gar nicht so genau, in welche Richtung es gehen soll. Vielleicht ja, ist auch dein Kopf da ziemlich aktiv, der dir da ja, eine Entscheidung einflüstern möchte. Eine Entscheidung vielleicht, das haben wir so schon immer gemacht. Und du spürst aber, dein Herz möchte woanders hin oder möchte eine andere Richtung. Und genau da möchte ich jetzt mal schauen. Und ich bitte jetzt mal hier um eine zusätzliche Botschaft zu dieser Magie der 21, also zu den Liebenden, die hier eine Entscheidung treffen möchten und etwas Altes abschließen und etwas Neues beginnen. Und das ist jetzt mal total spannend, die vier Scheiben. Ja, und wenn dir diese alte Form des strukturierten Denkens Sicherheit gegeben hat, dann mag sich dieser neue Zyklus, der da mit Herzensentscheidungen daherkommt, ja, ein bisschen verunsichernd anfühlen und vielleicht, ja, schließt du dich hier ein bisschen mehr in dir selbst ein, ziehst dich ein bisschen mehr zurück. Auch hier, die Frau hat dieses Haus quasi so vor ihren Chakren, auch vor dem Herz, die Hände verschränkt. Erinnert mich so ein bisschen an den Burschen da auf der Karte. Und all das, was du an Sicherheit in deinem Leben glaubst zu haben, spür da mal in dir nach, ob das wirkliche Sicherheit ist, ob das ein goldener Käfig ist, und ein goldener Käfig ist auch ein Käfig, in dem du sitzt, und wo es da für dich die Schlüssel gibt, dein Herz zu öffnen. Ich glaube, es geht hier wirklich darum, dein Herz zu öffnen. Hat dieser Weg ein Herz? Total spannend. Ich bin gespannt, was die Tarotkarten jetzt dazu sagen, weil ich möchte gerne hier auch ein Stück weit auf die gegenwärtige Situation schauen, und gerade an der Unterseite die 10 Schwerter und eine gegenwärtige Situation oder ein Gefühl oder ein Gedankenkonstrukt in dir, was jetzt enden darf. Die 10 Schwerter stehen ja für ein Ende. Genauso wie die Welt, ein Abschluss, ein alter Zyklus schließt sich, damit etwas Neues sich öffnen kann. So, und ich möchte jetzt bitte mal eine Botschaft hier zu diesem 21.06.21, also zu dieser Magie der 21. Und da fällt die Königin der Münzen und hier fällt einiges noch dazu. Die 7 Schwerter, die 3 Schwerter und die 10
Kelche. Und mit diesen Karten habe ich so das Gefühl, dass du hier als Königin der Münzen zwar auf deinen Selbstwert schaust und vielleicht fühlst du dich da auch ein bisschen einsam damit, weil du eben, ja, ich habe auch so das Gefühl, ein bisschen in die Vergangenheit schaust, in Erinnerung vielleicht daran, dass du, wenn du, wo du dein Herz schon mal geöffnet hast, eine Entscheidung getroffen hast, dass du dich davon stehlen musstest, dass du vielleicht betrogen wurdest, dass dieser Herzschmerz jetzt wieder an die Oberfläche kommt, wenn du dein Herz öffnest. Die 7 und die 3 Schwerter zusammengezählt ergibt die 10 Schwerter. Du kannst allerdings hier mit diesen 7 und 3 die 10 Schwerter geben, direkt zu den 10 Kelchen springen. Das finde ich gerade total spannend zu dieser Erfüllung in dir. Wenn du bereit bist, dir hier mit dem Mond deine Schatten anzuschauen. Und Vollmond ist auch direkt am 24.06. Also da geht es auch nochmal darum, zu schauen, in die Tiefe zu schauen. Erlaube ich mir diese 10 Kelche überhaupt? Oder möchte ich weiter hier an diesen 7 und 3 Schwertern festhalten, mich hier ein Stück weit isolieren, weil sie kommt mir hier schon sehr einsam vor, wie hier oben auf den 4 Scheiben auch. Und im Grunde genommen ist es das, was du dir wünschst, diese 10 Kelche. Und die Hohepriesterin, deine Intuition. Und an der Unterseite die Gerechtigkeit. Wenn du dir jetzt erlaubst, in dieser Situation, wo du gerade bist, dir die 2 oder mehr Optionen anzuschauen. Ich bleibe jetzt einfach mal bei 2 Optionen, weil wir haben ja hier auch, also rechts oder links, männlich, weiblich, diese 2 Wege. Meist liegt eine Entscheidung ja immer darin, dass wir 2 unterschiedliche Optionen haben, wo wir wählen dürfen. So, möchtest du jetzt hier in diesem Alten bleiben oder möchtest du sagen, ja, okay, ich gehe in meine Tiefe, ich schaue mir meine Ängste an, ich spüre, dass ich mich schon immer nach diesen 10 Kelchen gesehnt habe. Und ich erlaube jetzt meiner Intuition, meiner Anbindung an das Göttliche für mich zu wirken, in mir zu wirken, in mir aktiv zu werden. Diese Tiefe, die da in mir liegt, wir haben zweimal hier diesen Mondaspekt, einmal als Mond selber und hier bei der Hohepriesterin als Mondsichel, da wirklich in deiner Tiefe mal nachzuspüren, was hat mich bisher davon abgehalten, eine Entscheidung zu treffen? Was hat mich bisher da ja zurückgehalten, mir diese 10 Kelche zu erlauben? Weil die 10 Kelche, das ist Jackpot, das ist familiäre Freude, das ist Gefühl im Überfluss, das ist ja alles im Überfluss, reichhaltig, satt. Und dieser Bursche hier auf den 7 Schwertern, der schaut so ein bisschen auch neidisch auf diese 10 Kelche. Wie gesagt, das kann ein Anteil in dir sein, das kann eine Furcht in dir sein, wenn ich mir das wirklich erlaube. Und ich kann dir direkt sagen, ja, das wird nicht jedem gefallen, kann ich dir direkt sagen. Doch das Schöne ist die Gerechtigkeit an der Unterseite. Denn du bekommst hier eine ganz neue Balance für dich. Du kannst für dich ganz neue, ganz klare Entscheidungen treffen. Womöglich spielt das Schicksal
mit in deinen Weg, in deine Entscheidung hinein. Und es ist genau jetzt an der Zeit, dich deinen Ängsten zu stellen und dich da auf den Weg zu machen, in dein Licht hinein. Einen alten Zyklus abzuschließen, um hier wirklich etwas ganz kraftvoll Neues zu initiieren. Ja, super schön. Und auch hier, also bei jeder Karte, hat dieser Weg ein Herz, hat dieses Festhalten ein Herz. Diese 10 Schwerter, haben die ein Herz, außer dass sie dein Herz vielleicht verletzt haben? Du kannst an diesem Schmerz festhalten. Du kannst ihn auch durch deine Entscheidung, wir stehen ja hier am Scheideweg, durch deine Entscheidung kannst du das Ganze verändern. Es liegt in deiner Macht. Und ich glaube, dass es wirklich darum geht, nicht all das zu verteufeln, was war, oder zu verurteilen oder abzuwerten oder überhaupt zu bewerten. Es geht darum, in deinem Bewusstsein klarer zu werden und genau dort diesen Shift, diesen Abschluss zu vollziehen, um wirklich kraftvoll weitergehen zu können. Ja, ich hatte jetzt gerade noch die nächsten Karten im Sinn, die Folgekarten nach den Liebenden. Also es wird spannend und du bist genau hier an dieser Stelle jetzt dazu eingeladen, eine Entscheidung zu treffen. Welche Entscheidung du triffst, liegt in deinen Händen, liegt in deinem Herz. Und lass es mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Ich möchte nämlich jetzt in der Fortsetzung nochmal ein Stück tiefer schauen, was dich dabei unterstützt, loszulassen, was dich bei deiner Entscheidung auch unterstützt, was hier, ja, dir hilft, deinen Ängsten zu begegnen, sie zu durchwandern sozusagen. Du musst auch da nicht daran festhalten. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Ich freue mich, dir da gleich wieder zu begegnen. Ja, und allen anderen, schau dir bitte deine Situation, deine jeweilige Situation an. Wo hältst du noch fest? Wo hast du noch das Gefühl, du bräuchtest da mehr Sicherheit, Rückzug für dich, anstatt hier wirklich eine kraftvolle Entscheidung aus deinem Herzen herauszutreffen? In diesem Sinne, ja, bis gleich oder eben bis bald. Alles Liebe zu dir.